Ich habe euch einen Text mitgebracht aus der Schweiz mit einem sehr bedeutungsschwangeren Titel. Ich mag ja das Wort bedeutungsschwanger. Das ist ein geiles Wort, oder? Schwanger mit Bedeutung. So, der Text heißt Bestimmung. Bestimmung. So. Es tut mir leid, wenn ich euch jetzt entzaubern muss, aber es ist an der Zeit, dass ihr endlich die Wahrheit erfahrt. Wir können nicht alles werden, was wir wollen. Das ist schlichtweg nicht wahr. Ich könnte zum Beispiel niemals ein Eichhörnchen werden. Auch wenn die plastische Chirurgie heutzutage beinahe alles aus einem formen kann, ein richtiges Eichhörnchen würde ich deshalb trotzdem nie. Selbst wenn man mir die Beine kürzen, den Oberkörper stauchen, den Schädel verkleinern, den Kiefer umformen und einen wuscheligen Schwanz annähen würde, wäre ich immer noch viel zu groß, ein richtiges Eichhorn. Und die anderen Eichhörnchen würden mich augenblicklich entlarven, mit Nüssen bewerfen und verjagen. Und das wäre nicht mal das Schlimmste. Nein, das Schlimmste wäre, dass ich viel zu groß wäre, um in die Baumlöcher hineinzuschlüpfen, dass alle kleinen Äste unter meinem Gewicht brechen würden, dass ich fürs Bäume klettern und Löcher buddeln zu wenig Krallen hätte und dass ich trotz allem immer noch eine Nussallergie hätte. Also würde ich irgendwann hungrig auf dem Waldboden sitzen, mir mit meinem buschigen Schwanz die Tränen von den Wangen tupfen und feststellen, dass ich kein Eichhörnchen sein kann. Ja. Und dann würde ich mir wünschen, dass mir das jemand gesagt hätte, bevor ich all die Operationen gemacht habe. Also sage ich es euch jetzt. Ihr könnt nicht alles werden, was ihr wollt. Ich weiß, dass eure Eltern euch das immer gesagt haben und dass ihr im Glauben aufgewachsen seid. Dass, wenn ihr es nur genug wollt, ihr alles werden könnt, was auch immer ihr euch erträumt. Egal ob Gemüseverkäufer, Gemüselieferant, oder das Gemüse selber. Aber eure Eltern haben gelogen. Und jeder von uns weiß das eigentlich. Jeder von uns kennt diese Menschen, die absolut fürchterliche Dinge tun, weil ihnen ein so unrealistisch hoher Glauben an Wunder eingeredet wurde, dass sie die Wörter Realismus und Nein aus ihrem Wortschatz verbannt haben. Leute wie Claudia. Claudia aus Unterdörflingen bei Hintermberg am Arsch der Welt, die schon als Kind ihre Ohrringe aus mit Glitzer bemalten Teigwaren selbst hergestellt und damit konsequent bis heute nicht aufgehört hat. Claudia, deren Stilbewusstsein mit einem halb verwesten Dachs am Rande der Autobahn gleichgesetzt werden kann, verfilzt und flach. Jeder kennt so eine Claudia. Und wenn diese Claudia dann nach einem zweitägigen Basic-Kurs an der Volkshochschule einen Kredit aufnimmt und einen Beauty-Salon für Wimpernverlängerung und Verdickung, Haarschneiden, Föhn, Waschen, Färben und Frisieren und Nageldesign aufmacht, da wünscht man sich doch, dass ihr wenigstens einmal jemand gesagt hätte, nein, Claudia! Tu das nicht. Da bist du wirklich, wirklich schlecht drin. Und dann kommen wieder die Leute, die sagen, hey, wenn sie glücklich macht. Leute, das macht sie doch nicht glücklich. Alle Menschen werden sie dafür hassen, was sie tut. Das sind die gleichen Menschen, die auch sagen, bleib so, wie du bist. Das kann man sagen, wenn man von jemandem ein Foto machen oder ein Porträt malen will. Aber was ist denn das für ein Lebensratschlag? Aber zurück zu Claudia. Claudia wird niemals respektiert werden, wenn sie ihr Leben lang Dinge tut, in denen sie schlecht ist und das nicht erkennt. Sie wird jegliche Selbstachtung verlieren und zuletzt auf einem Haufen Schulden und ganz vielen Kunstnägeln sitzen und sich fragen, warum sie so talentlos ist. Dabei hat natürlich auch Claudia Talente. Ohrringe aus Pasta basteln. Das ist ihr Ding. Also hört doch auf mit diesem du kannst alles werden, was du willst, Scheiß. Es kann mir doch keiner erzählen, dass Herbert aus meiner Grundschulklasse irgendwas anderes hätte werden können als Bettwarenverkäufer. Mit seinem schläfrigen weißen Gesicht, das schon von weitem aussieht wie ein zerknittertes Kissen und einen unweigerlich müde macht, wenn man es sieht. Der, wenn er den Mund öffnet, eine solche Fontäne an Langeweile über seinen Gesprächspartner ergießt, dass sie sich nach einer halben Minute die Augenlider halten müssen, um nicht vorne überzukippen. Der geborene Bettwarenverkäufer! Wenn Herberts Eltern ihm die ganze Zeit eingeredet hätten, er könne werden, was er wolle, hätte er es vielleicht noch geglaubt und würde jetzt rekordverdächtige Schlangen an der Supermarktkasse verursachen oder wäre Politiker geworden. Nun, ich weiß, Utopien sind toll.
Und an sich selbst glauben ist auch wirklich wichtig. Aber es geht im Leben halt nicht nur darum zu erkennen, wer man ist, sondern auch was man kann. Denn nur wenn man beides weiß, kann man etwas tun, das einem selber Spaß macht und die Umwelt gleichzeitig nicht um den Verstand bringt. Das klingt schwierig, aber gebt die Hoffnung nicht auf. Und jetzt kommt einer der tiefsten Sätze, die ich hier geschrieben habe. Denn auch die dickste Person kann, wenn sie im Grunde ihres Herzens ein Model ist, ihre Passion in Vorherbildern von Diätvideos ausleben. Also bleibt ja nichts, wo ihr seid, aber werdet bitte auch nicht gleich zu Eichhörnchen. Vielen Dank.